Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Murdered, Besuch Suspect. Wir waren letztens hier stehen geblieben und schaut mal deine Meinung. Aber wir können noch reingehen. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht. Komm schon. Okay. Ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was, wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen? Sollte das von einer lebenden Person erledigt werden? Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig. Aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Habe ich ja. Und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. So, was haben wir hier? Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. So, erstmal schaue ich mich schnell mal hier um. Okay, hier drüben kommen wir hingehen. Okay, die Kinder schon weg. Okay, ab hier kann man nicht schon weiter, oder? Nee. Gut, wie gesagt, wir sammeln erstmal so weit das Zeug ein, wie es gerade möglich wäre. Es reicht. Nerviger Arzt, Pillen, Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Immer diese Symbole unten auf dem Boden. Warum? Okay, da hinten ist noch was.
Nur noch 6 mehr zu finden, dann habe ich's. Da ist soweit alles durchforstet, oder? Nee, das noch nicht eingesagt. Kleiner, ich hasse es hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke. Jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleine. Ich mach das. Ich muss nur einen Blick auf ihren Monitor werfen. Sie ist im Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Die geben ihr Elektroschocks. Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. Elektroschocks. Oh, Elektroschocktherapie. Was soll denn das? Warum? Kamera, da vorn. Oh, Kamera, ach da. Jetzt ganz Iris kurz. Erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, trifft es. Los, gehen wir. Noch eine Kamera. Au! Das ist mies. Ein Cop wurde ermordet? Heute Nacht? Was man über Mrs. Quinn wissen muss, ist, dass ihr Vater eine besonders männliche Wut. Ich mache bloß meinen Job. Patienten frustrierend sein kann. Besonders wenn sie Medikamente. Das Licht. Gott, dieses Licht. Sie hat was gegen das Licht. Okay. Jetzt lauf, Joy. Sie huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu üben. Ja, denke ich mir auch so. Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, ich hasse das. Oder du kannst einfach weitergehen, allein auf dich gestellt. Oh, na gut. Weißt du, was diese Hände sind? Verlorene Seelen, vermute ich. Sieht nach dem Gegenteil von Weiterziehen aus. Oder zumindest nach dem Gegenteil von dem, was du versuchst. Nein. Was jetzt? Okay, geh weiter. Geh zu Iris' Zimmer. Nein, nein. Zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Oh, und alles. Autonomie-Stunde. Okay. Aber ich würde mal sagen, ab hier beenden wir den Part, also bis gleich beim Endcard. Also eine Psychiatrie, die ich schon habe, eine Psychiatrie und Geister. Und ich bin selber ein Geist. Ich will nicht wissen, was noch so alles auf uns zukommt. Aber das werden wir alles beim nächsten Part erfahren. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Gebt ruhig einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Murdered.